Hi. Wisst ihr eigentlich, wie geil ich diesen Ladebalken finde? Habe ich das schon mal erwähnt? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Dead by Daylight. So. Wir wollen mal gucken, wie es heute so läuft. Na komm. Du kleiner Ladebalken. Na komm schon. ZZ. Danke. Ja, wir schauen mal, wie es so läuft. Wir sind immer noch fleißig mit unserem Soldaten unterwegs. Wir sind auf der Farm. Caldwin Farm. Ja, bis jetzt hatten wir die ganze Zeit immer nur unseren Kollegen Jason. Ach nee, nicht Jason. Habe ich den auch die ganze Zeit schon Jason genannt? Jason Voorhees ist es nicht, es ist Michael. Michael Myers. Hallo, Freund. Es ist der Geist. Den hatten wir noch nie nicht. Ich vermute mal, er hat eher den, zerschnetzelt. Der. Boah. Weil geht der, wenn der in Tarnung geht, ist er irgendwie schneller? Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Ich finde den Soldaten so geil als Tarnung. Weg ist er. Wir waren gerade so schön wieder vereint. Und dann kommt der Sack und haut uns weg. Finde ich nicht okay. So. Okay, wir haben meine Kollegen gefunden. Also kann ich in Ruhe reparieren. Wow. Alter, ist ja gar nicht weggekommen, mein Kollege. Das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht nicht gut aus. Lass uns arbeiten, mein Gutsherr. Lass uns arbeiten. Komm hier rüber, dann wirst du geheilt. Dieses Auge ist der Hammer. Chill, häng ein bisschen ab, wir kommen gleich. Dann macht er noch kurz einen Skill-Check. Was stimmt denn nicht mit dir, Mann? Tut mir leid, ich habe kein Köfferchen. Okay, los geht's. Komm, lass ihn uns retten. On my way, friend. On my way. Du gehst vor? Okay, du gehst vor. Schönes Ding. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Das wird dir doch helfen, Mensch. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, come on. Der Kollege wird nämlich gerade wegen dir aufgehangen. Stehst du?
Weggelockt. Nein! Och, das ist doch kacke. Okay, wir müssen leider. Wir müssen was Produktives machen. Denn der vierte im Bunde ist ein bisschen nutzlos, habe ich das Gefühl. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Oh, sehr geil. Man verliert nicht mehr die Hälfte an Leben. Beim zweiten Mal. Das finde ich sehr, sehr gut. Hat er gerade versucht, sich zu befreien? Kämmt die zu Tode, da brauche ich nichts mehr probieren. Sorry, Mate. Oh, der hat die ganze Zeit einen anderen verfolgt. Nein! Es tut mir leid, Freunde. Hier stirbt echt einer nach dem anderen. Und der andere ist echt nicht allzu flink. Also es ist nicht so, dass ich ihnen nicht helfen will. Ich bin halt nur noch voll aus der Übung. Ach, da ist er. Und der wird auch direkt malträtiert. Na du Oberpanzerknacker, sieh zu, ey. Ich hab's ja wenigstens probiert. Ja, so viel kann ich dazu sagen. Hat sein Möglichstes getan. Ich sehe schon, wie das läuft, ey. Terra-Radius von 0 ist echt assi. Da rüben das, ne? Ach du Scheiße. Das schreit nach einer Luke, wa? Mir das jetzt nicht übel, wenn ich dem nicht helfe, ne? Der die ganze Zeit über die Map gelaufen ist und keinem geholfen hat. Also ich weiß ja nicht, muss ich dem jetzt helfen? Ist das so... Das ist Pflicht bei dem Spiel. Ansonsten bist du ein Oller Nob oder sowas. Gibt's da was noch? Weiß nicht, normalerweise habe ich früher immer versucht, jedem zu helfen. Und auch hier ist das der Fall. Ich versuche den Leuten meistens zu helfen, aber ihm... Ich bin da jetzt eher so der Ansicht, Alter, halt noch ein bisschen durch, ich such die Luke. Style, ja. Kann ich das kaputt machen? Ja. Würde ich gerne. Ich mach das mal kaputt, ja. Der mich. Der scheint die ganze Zeit in meiner Nähe zu sein. Oder hat er nur so einen enormen Terrorradius? Dass ich das nicht checke.
Weiß ja nicht, es gibt ja Fähigkeiten, die den Terror alles erhöhen. Also halt negative Auswirkungen. Ich glaube, schneller Schlagen gab es damals zum Beispiel. Also, dass man schneller wieder zuschlagen konnte. Die Caldwin fahren komplett ohne Maisfeld, ne? Wahrscheinlich besser. Oder ist das eine andere Call, also ist das eine andere Farm? Ich weiß nicht, ob sie die aufgetrennt haben jetzt. Das ist echt schon bitter hier. Systematisch alles absuchen. Wieso sieht er mich so schnell? Halt die Lupe, ne? Die er jetzt gerade bekämpft. Das ist vollkommen legit. Ja, ist okay. Du bekämpfst die Luke? Dann mache ich die Generatoren. Was hältst du davon? Ich habe mich um die Ecke gestellt, damit er da durchläuft, weil ich genau wusste, er sieht mich jetzt, wo ich langlaufe. Fucking dammit, yeah! Genau so muss es sein, ey. Und ich wusste, ich hab's geahnt, dass er da durchlaufen will, um mich abzufangen. So, GG, come on. Das war schön, GG. So. Upgrades. So, weiter geht's. Ach stimmt, wir hatten das letzte Mal. Ah, seht ihr, wir hatten das letzte Mal nämlich das Perk gewechselt. Wir waren der letzte Überlebende. Das hat uns richtig in die Karten gespielt. Richtig gut. Seht ihr, er ist nämlich richtig nervös geworden, als ich die beiden Generatoren fertig hatte. Schönes Ding, schön. Ah, so macht das Spaß. Ja, meine dritte Runde heute. Die anderen beiden müsst ihr da jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Ich rüste einfach mal alles aus. Ich habe gar keine Ahnung, was das bringt hier. Wir gucken uns noch das nächste Perk an, was wir bekommen könnten. Achso, ich muss auf den Key klicken. Entschuldige bitte. Und zwar... ach hier, so, ich werde gewarnt. Alles klar. Alles schlecht. Gehen wir direkt dahin. So. Ja, meine Lieben, das war eine Runde Dead by Daylight. Wie gesagt, ich würde mich über jede Art von Support lieben gern freuen, ob in Form eines Daumens oder Kommentare oder sogar in Kombination. Macht es gut. Bis zur nächsten Runde. Euer Midnight. Ciao.